Kochen macht nicht nur Spaß, sondern zaubert auch köstliche Gerichte auf den Teller. Durch den stressigen Alltag haben viele jedoch nicht mehr viel Muße, sich nach Feierabend noch an den Herd zu stellen. Fertiggerichte aus dem Supermarkt, Imbisse und der Lieferservice von nebenan haben daher Hochkonjunktur. Dabei ist Kochen gar nicht schwer. Auf unserer Facebook-Seite Futtern präsentieren wir jede Woche mehrere leckere Rezepte zum Nachkochen und Ausprobieren. Heute im Angebot: Du brauchst 100 Gramm Möhren, 150 Gramm Lauch, 1 Kilogramm Kartoffeln, 2 Esslöffel Öl, 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, Pfeffer, Zucker, Salz, Paprikapulver, 1-2 Esslöffel Tomatenmark, eine Dose geschälte Tomaten, 250 Milliliter Milch, 50 Gramm Butter oder Margarine, 125 Gramm geriebenen Mozzarella, 125 Gramm geriebenen Gouda. Und so geht's: Möhren schälen, waschen und fein würfeln. Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Kartoffeln schälen und in kochendem Salzwasser ca. 25 Minuten garen. Öl in einer Pfanne erhitzen, Hack zufügen und unter ständigem Wenden darin kräftig anbraten. Lauch bis auf einen Esslöffel zum Verzieren und Möhren zufügen und unter Wenden mit anbraten. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Paprika würzen. Tomatenmark unterrühren, anschwitzen und mit Tomaten ablöschen. Aufkochen, 4 bis 5 Minuten köcheln, dabei die Tomaten etwas zerkleinern. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Zucker kräftig abschmecken. Milch und Fett in einem Topf aufkochen. Kartoffeln abgießen, Milch-Fettmischung zufügen und mit einem Kartoffelstampfer zerstampfen. Mit Muskat würzen. Hack in eine Auflaufform geben, Stampfkartoffeln darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen 18 bis 20 Minuten backen. Auflauf mit Lauch bestreuen, fertig teilen, wittern teilen, auf Google per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.